jetzt auch. Wirst du ein Pieps geben, ja? Pieps geben. Ist okay. Wir leben in einem Land, wo vor gar nicht allzu langer Zeit 200.000 Patienten, überwiegend Psychiatriepatienten, ermordet worden sind. Und zwar weiß man, dass etwa 70.000, das ist genau dokumentiert, umgebracht wurden. Und die übrigen wurden nach Kriegsbeginn, als der Adolf Hitler ein Interesse daran hatte, die Bevölkerung zu beruhigen, wurden heimlich und vertraulich umgebracht. Die Ermordung der Patienten erfolgte zu dem Zweck, Lazarettraum für den langen Krieg zu schaffen. Die Technik, die bei der Ermordung der Patienten angewandt wurde, wurde immer mehr verfeinert. Man hat die Patienten vergast, man hat sie abgespritzt, Phenolinfektionen, Injektionen ins Herz, das lähmte den Herzmuskel, dass sie dann verstorben sind. Man hat sie verhungern lassen, man hat Luminal gegeben, dass sie so weit weggetreten sind, dass sie auch gar nicht mehr richtig essen konnten. Das waren alles Techniken, die man dann versucht hat anzuwenden auf die spätere Verfahrensweise in den Konzentrationslagern. Das heißt, die Verfahren, die an den Patienten zur Massentötung versucht wurden, die wurden später in den Konzentrationslagern eingesetzt. Man hat dann gemerkt, waren verschiedene Techniken und die waren alle nicht so effektiv im Sinne der Nazis. Und dann hat man versucht, teilweise mit Kohlenmonoxid die Leute umzubringen. Das ist also eine Tötungsart, wo der Patient praktisch nichts mehr hat. Kohlenmonoxid führt dazu, dass die bewusstlos werden und dann versterben. Das war aber sehr teuer und dann ist man aufs Zyklon B gekommen. Zyklon B hat sich dann auch in den Konzentrationslagern durchaus bewährt. Nun sollte man meinen, dass das unter der deutschen Ärzteschaft zu einem Aufschrei der Empörung geführt hat und genau das Gegenteil war der Fall. Die deutschen Ärzte haben das entweder toleriert oder waren sogar hellbegeistert. Die Psychiater waren die Schlimmsten. Der Verschür zum Beispiel, der auch hinterher in der BRD eine ganz wesentliche Rolle spielte, der sagte ganz locker, naja, wenn er die Leute schon umbringt, dann schickt uns wenigstens die Gehirne, damit wir die Gehirne sezieren können. Das war deren Reaktion. Und zwar nicht etwa im Ausnahmefall, sondern es wurde auch auf Kongressen entsprechend berichtet. Und dann wurden die Gehirne, der Verschwörer war insbesondere interessiert an den Gehirnen von Kindern, weil bei den psychiatrischen Erkrankungen fast überwiegend kein anatomisches Substrat vorhanden ist. Also bei übrigen Krankheiten können wir ein anatomisches Substrat herausfinden, Lebererkrankungen zum Beispiel durch feingewebliche Untersuchungen, lässt sich feststellen, was für eine Erkrankung vorliegt, Herzerkrankung und so weiter. Da gibt es objektive Befunde. In der Psychiatrie ist das nicht so, dass man aus den Gehirnstrukturen, und das war auch das Ergebnis dieser kriminellen Versuche, aus den Gehirnstrukturen etwas auf die psychiatrische Erkrankung ableiten oder daraus etwas schließen kann. Und da zeigte sich eben ganz eindeutig, dass diese Versuche auch völlig unsinnig waren, denn es hat schon vorher entsprechende Sektionen gegeben, nicht kriminelle Sektionen. Und hier beruhte das alles auf den Wahnvorstellungen. Jetzt haben wir hier Material und jetzt wollen wir das Material zu unserer wissenschaftlichen Reputation entsprechend ausnutzen. Das war damals das Kaiser-Wilhelm-Institut, Vorläufer des Max-Planck-Instituts, man hat die alle umbenannt, damit das nicht so deutlich wurde, was sie damals alles gemacht hatten. Und nun gab es allerdings bei diesem Massenmord an Patienten Pannen. Die Patienten, die umgebracht wurden, hatten ja sonst keine Erkrankungen, die den Tod erklären konnten. Und haben die Ärzte, die damit befasst waren, haben Diagnosen erfunden. Und bei diesen erfundenen Diagnosen haben sie teilweise falsche Diagnosen erfunden, die auch für die Angehörigen erkennbar falsch waren. Zum Beispiel wurde den Angehörigen mitgeteilt, dass der Patient eine Blinddarmentzündung, volkstümlich bezeichnet, ist ja Appendizitis oder Wurmfortsatzentzündung, verstorben sei. Der Mann hatte aber gar keinen Wurmfortsatz, gar keine Appendix mehr, weil er zuvor schon erfolgreich daran operiert worden war. Also konnte er gar nicht an der Appendizitis, an der Wurmfortsatz oder volkstümlich Blinddarmentzündung versterben. Und diese und weitere Pannen haben dann dazu geführt, dass die Angehörigen zunehmend unruhig wurden und dass sie gesagt haben, da stimmt doch irgendwas nicht. Und sie kriegten dann immer die Urnen, die Patienten wurden sofort verbrannt, kriegten dann die Urnen mit der Todesbescheinigung und die war eben in vielen Fällen falsch. Und daraufhin gab es Strafanzeigen der Angehörigen gegenüber der Staatsanwaltschaft und das häufte sich dann und die Staatsanwaltschaft wusste nicht so recht, was sie machen sollte. Und da wurde reichsweit eine Konferenz der Oberlandespräsidenten und der Generalstaatsanwaltschaft eingerufen.
Und da wurde angeordnet von der politischen Führung, vom deutschen Staat, dass den Anzeigen keine Verfolgung nicht stattgegeben werden sollte. Und da waren alle mit einverstanden, haben zumindest nichts dagegen gesagt. Die ganze Creme de la Creme der deutschen Juristenschaft. Nur ein einziger hat, denke ich, protestiert. Könnte man meinen, naja, wenigstens einer von diesen deutschen Juristen. Aber da muss man wissen, was er gesagt hat. Der hat gesagt, wenn er die Leute schon umbringt, dann geht das natürlich nur auf gesetzlicher Grundlage. Und deshalb muss ein entsprechendes Gesetz hier. Deutsche Justiz. Deutsche Justiz, deutsche Juristen. Und schlimm, ganz, ganz schlimm, das ist genau das, was Adorno in seinem Der autoritäre Charakter sagt, wo er nachweist, dass eben diese Deutschen in einer völlig autoritären Form erzogen worden sind. Und wenn die Obrigkeit, geht ja unter bis Luther, der gesagt hat, seid der Obrigkeit untertan, wenn die Obrigkeit etwas anordnet, dann wird das schon irgendwie gut und richtig sein. Jetzt ist dann gegenüber diesen Verbrechern in Psychiatrie und natürlich auch in der Justiz ein bruchloser Übergang in die Bundesrepublik erfolgt. Kaum einer ist jemals so einschlag gezogen worden. Auch Verschür hat wieder eine hochdotierte Stellung als Professor der Psychiatrie bekommen. Die ganze Psychiatrieklinik ebenfalls. Und dann hat sich, weil die Historikerzunft und die anderen offiziellen Stellen sich alle mit diesem Problem nicht befassen wollten, verdientermaßen der Ernst Klee mit dem Problem befasst. Ernst Klee war Journalist und Hobbyhistoriker. Und der hat exakt und präzise nachgewiesen in seinem Buch, wie sie wurden, was sie sind, dass ein bruchloser Übergang von den früheren Verbrechern unter dem Naziregime in die Bundesrepublik erfolgt ist und dass kaum einer jemals dafür zur Rechenschaft gezogen wurde. Er hat dann ein zweites sehr gutes Buch geschrieben, das heißt Euthanasie im Nationalsozialismus. Und da weist er eben nach, wie die Patienten hier im Einzelnen umgebracht worden sind. Also auch ganz klar mit Quellen. Man konnte ihm da auch, was das gerne gemacht wird, mit Unterlassungsklagen nicht kommen, weil das alles gut belegt war. Nun ist das Buch sehr verdienstvoll, aber es zeigt auch, dass sich selbst ein Ernst P. von dem Nazi-Jargon nicht lösen wollte. Denn das war keine Euthanasie, das war ein Patientenmassenmord. Und das Buch hätte nicht genannt werden dürfen Euthanasie im Nationalsozialismus, sondern das hätte genannt werden müssen Patientenmassenmord im Hitlerfaschismus. Denn Euthanasie war es nicht. Euthanasie heißt ja, kommt von Euthanatos, guter Tod. Das heißt, dass durch Palliativmaßnahmen, wenn ein Patient verstirbt, das Leiden gelindert wird, dass er also in Ruhe und Frieden einschlafen kann. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man Patienten in Tausenden oder Hunderttausend Fällen umbringen darf. Das hat mit Euthanasie wahrlich nichts zu tun. Und auch dieser Begriff, der bei uns immer wieder im Schwange ist, Nationalsozialismus, ist natürlich eine Propagandafloskel der Nazis, denn die waren weder national noch waren sie sozialistisch. Und das ist deshalb gefährlich, weil da immer wieder der Eindruck erweckt wird, naja, es ist ja auch ein Sozialismus damals gewesen. Nicht der Stoiber, der sagt immer, Nationalsozialismus, naja, es war ja auch ein Sozialismus, was natürlich völliger Unsinn ist. National waren die Nazis nicht, denn es ging ihnen nicht um berechtigte deutsche Interessen, es ging ihnen darum, ein großgermanisches Reich zu errichten, was bis an die Wolga reichen sollte, weil damals die Ostgoten dort verhaust hatten und sozialistisch waren sie erst recht nicht, weil es ihnen nicht um soziale Gerechtigkeit, sondern weil es ihnen darum ging, einen Sklavenhalterstaat zu errichten, wo die angebliche Herrenrasse das Recht hätte, die anderen zu unterdrücken und insbesondere das Hauptübel der Menschheit, nämlich die Juden, auszurotten. Das war also dieser Hitlerfaschismus, wo es auch andere faschistische Bewegungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Italien, selbst in Großbritannien, Norwegen und Schweden gegeben hat. Und heute wieder gibt. Und damit kommen wir zur Gegenwart. Natürlich kann man die Leute heutzutage nicht mehr umbringen. Das ist aufgrund der politischen Verhältnisse nicht mehr möglich. Nur, es werden gleichwohl immer noch Patienten unter psychiatrischen Diagnosen schwer misshandelt und es wird diesen Patienten vielfach das ihm zustehende Recht verweigert. Sie kennen sicher alle die Geschichte von Gustl Mollat. Er hat wohl etwas konfus eine Bank angegriffen und da hat der Richter gar nicht weiter nachrecherchiert, sondern hat gesagt, das ist alles so konfus, der Mann ist verrückt. Und dazu kam noch, dass er dann Angaben über das Zerstechen von Reifen gemacht hat. Und das genügte, ihn dann jahrelang in der Psychiatrie verschwinden zu lassen. Es wird jetzt wieder aufgerollt. Es kam nur durch eine Initiativgruppe überhaupt zur Wiederaufnahme des Verfahrens.
und steht noch an. Und ich bin sehr gespannt, was sich dabei im Endeffekt ergibt. Der Franz Josef Hanke hat den Klaus-Peter Löser bereits erwähnt. Wir haben da jahrelang gekämpft, um ihn aus der Psychiatrie rauszuholen. Und hier ist es ganz ähnlich gewesen, dass dann wirtschaftlich und politisch weniger einflussreiche Leute besonders leicht psychiatrisiert werden können. Beim Klaus-Peter Löser war es so, da hatte die Mutter neu geheiratet, der Stiefvater konnte den Klaus-Peter Löser nicht leiden, hat ihn immer wieder vertrennt. Und als sich der Klaus-Peter Löser einmal zur Wehr setzte, wurde er als verrückt erklärt und verschwand dann jahrelang in der Psychiatrie. Und es war sehr, sehr schwierig, ihn dann rauszuholen. Wir haben dann also mit einer enormen Schadensersatz- und Schmerzensgeldregelung von in der Tat damals 500.000 Euro ihn dann D-Mark waren das damals rausgeholt. Und das hat damals Furore gemacht. Das ging also überall Presse, Massenmedien. Und das war einer der Anstöße dazu. Und ich persönlich habe also auch Erfahrungen damit gemacht. Wir haben uns vom Allgemeinen Patientenverband aus gegen eine kriminelle Vereinigung gewehrt. Da hat ein Dr. Giese medizinische Sachverständigengutachten erstattet. Und wir haben dann aufgedeckt, dass er Jurist ist und infolgedessen gar keine medizinischen Sachverständigengutachten erstatten konnte. Und er hat diese medizinischen Sachverständigengutachten mit seinen Komplizen bei Gerichten vorgelegt. Und diese Komplizen haben dann, weil bei Kunstfehlern sehr häufig hohe und höchste Streitwerte entstehen, haben dann natürlich entsprechend riesige Anwaltshonorare abkassiert. Und das lief jahrelang gut, bis wir es aufgedeckt hatten, der Mann ist ja gar kein Mediziner, der ist Jurist. Und dann ging diese ganze kriminelle Vereinigung massiv gegen uns vor. Weitaus schlimmer war noch, dass die als angeblich Patientenschützer ein Kind der lebensrettenden Behandlung entzogen haben. Und das Kind ist nach wochenlangem Todeskampf qualvoll besiegt. Auch dagegen haben wir Stellung genommen. Und das führte dann dazu, dass wir mit Unterlassungsklagen noch und nöcher überzogen wurden. Die behaupteten, es sind alle ehrenwerte Leute, waren auch ganz hochrangige Anwälte, Doktoris der Jurisprudenz. Und wir hatten dann natürlich zunächst einen ganz, ganz schweren Stand, bis wir nach mehr als 10 Jahren Auseinandersetzung erreichten, dass zumindest einige von ihnen verurteilt wurden. Und als ich abzeichnete, dass wir die Verfahren gewinnen würden, wurde versucht, uns und mich insbesondere als geistesgestörten Unzurechnungsfähigen zu stellen, weil ich angeblich ehrenwerte Leute angriffe. Und das war dann ein Gutachten von einem Gutachter, den ich nie gesehen, gehört und gesprochen habe. Die typische Fallgestaltung des 278 Strafgesetzbuch, nämlich Erstellung eines falschen Gesundheitszeugnisses. Und wir mussten bis zum OLG durchklagen, bis dann dieser ganze Unfug beendet wurde. Aber hier sieht man, dass auch dann die Mächtigen, die da eine bessere wirtschaftliche Stellung haben, die Psychiatrie gezielt und missbräuchlich dazu einsetzen, um missliebigen Kritiker dann nach Möglichkeit in die Psychiatrie zu verfrachten oder zumindest dann in diesen prozessualen Auseinandersetzungen die Klagen als unzulässig abzuweisen, wobei man wissen muss, dass bei einer Abweisung einer Klage ist unzulässig, der Sachverhalt gar nicht mehr erörtert wird. Und dann hätte es genügt, dass das Gericht oder die Gerichte gesagt hätten, die Klage ist unzulässig, dann wäre gar nicht mehr der Sachverhalt als solcher erörtert worden und wir hätten alle Verfahren verloren. Jetzt ist es, wie ich bereits erwähnt habe, in der Psychiatrie deshalb besonders schlimm, für geschädigte Patienten sich durchzusetzen, weil kein anatomisches Substrat da ist. In den meisten der körperlichen Erkrankungen kann man doch mit einiger Sicherheit dann, wenn sorgfältig vorgegangen wird, eine entsprechende Diagnose stellen, indem man alle Möglichkeiten der Diagnostik ausnutzt. Und das ist leider bei der Psychiatrie ganz überwiegend nicht der Fall. Wir kennen das Gehirn, wir kennen die Kerne, wir kennen die Verbindungen, wir kennen die Synapsen, die dann die Erregungsabläufe sich im Gehirn vollziehen, aber wir wissen nicht, weshalb zum Beispiel ein Patient plötzlich glaubt, er sei der Kaiser von China. Oder weshalb ein Patient plötzlich glaubt, er sei Napoleon. Es gibt bestimmte Formen wie die Epilepsie, wo man dann doch einen bestimmten Fokus im Gehirn lokalisieren kann. Aber das gilt für die meisten der Erkrankten nicht. Und das führt natürlich dann dazu, abgesehen von eindeutigen Fällen, führt das natürlich dazu, dass dann ein sehr, sehr weiter Ermessensspielraum für den Psychiater besteht. Also was da so an Diagnosen im Schwange ist, ist tatsächlich teilweise abenteuerlich. Und zwar die absurdesten Theorien, und das hat hier der Postel in Marburg, der Ihnen vielleicht ein Begriff ist, wunderbar vorgeführt. Er hat sich einige psychiatrische Begriffe angelesen und sich dann als Psychiater, als Arzt vorgestellt und ist dann auch aufgenommen worden,
und dann mehrere Jahre lang in einer psychiatrischen Anstalt sein Unwesen getrieben, ohne dass sich jemandem aufgefallen ist. Und er hat dann auch psychiatrische Gutachten gemacht, die von der Justiz besonders gerne angenommen wurden, weil sie so einfühlsam und so prägnant und so verständlich gewesen sind. Er hat dann hier in Marburg einen Vortrag dazu gehalten, nachdem er aufgeflogen war. Er ist dann auch verurteilt worden. Er hat auch eingesessen und hat dann über seine Erfahrungen berichtet. Wir haben uns natürlich alle gekungelt vor Lachen, wie da so ein Postbote die ganze Justiz und die ganze Psychiatrie vorführen kann. Jetzt ist es für die Patienten deshalb besonders schwierig, weil der Psychiater letztendlich mal recht hat. Wenn er so eine Diagnose gekommen ist, mag sie noch so falsch sein, dann ist der Patient entweder krankheitsuneinsichtig und dann ist die Diagnose sowieso richtig. Oder der Patient stimmt zu und dann hat der Psychiater sowieso recht. Also es ist dann sehr schwierig, aus diesem Teufelskreis eine solche Diagnose rauszukommen. Oder vorgetäuschte Einsicht gibt es auch noch. Das auch, ja. Nicht das auch. Häufig ist es ja so, dass dann Leute einer Straftat zu entgehen versuchen, indem sie sagen, ich war da nicht zurechnungsfähig. Oder wenn Verkäufe getätigt worden sind und der Betreffende möchte das rückgängig machen, dass er dann sagt, ich war da nicht zurechnungsfähig, als ich dem Verkauf zugestimmt habe. Das ist dann so eine Täuschung, die dann auch angewandt wird, um sich zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen zu entziehen. Und hier zeigt sich eben auch, dass die Interpretationsgröße und die Interpretationsweite der Psychiater extrem weit ist. Wir haben dann auch immer wieder ganz unterschiedliche psychiatrische Untersuchungen gesehen. Und bei Klaus Peter war es dann so, wir sind nur durch Zufall an die Akten gekommen und haben dann auch festgestellt, der ist gar nicht neu untersucht worden. Sondern das war immer so, dass der nachfolgende Psychiater einfach die vorherige Diagnose übernommen hat. Ohne Untersuchung, der Richter hat das immer abgesegnet. Es ging dann so schön schnell. Die kriegen das auf den Tisch und sagen, ja, wir sollen dann bleiben. Und auf diese Weise sind wir jahrelang in der Psychiatrie eingesperrt gewesen. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und natürlich darauf hinweisen, es gibt psychiatrische Erkrankungen. Und es gibt auch die Notwendigkeit, Patienten stationär aufzunehmen. Ich möchte ein Beispiel erwähnen, um Ihnen das zu verdeutlichen. Ein Patient dreht völlig durch, Familienvater, nimmt das Mobiliar der Wohnung auseinander, beschmiert die Wände mit Kot, verhaut seine Frau und seine Kinder, greift die Polizeibeamten als die Ehefrau die Polizeibeamten herbeiruft. Das ist in der Tat dann eine Notwendigkeit für eine psychiatrische Einweisung, auch stationäre Einweisung. Da muss man den weiteren Verlauf natürlich beobachten, ob man den betroffenen Patienten dann zumindest in ambulante Betreuung entlassen kann. Ich habe selber auch erlebt, dass extrem agitierte Patienten praktisch nicht zu beruhigen waren, ohne dass dann Medikamente gegeben wurden. Ich hatte mal mit einer Patientin zu tun, die war also sehr kräftig gebaut und ich bin dann erstmal verhauen worden von ihr und habe gedacht, na, vielleicht liegt das an mir, weil ich männlichen Geschlechtes bin. Und ich habe dann eine Kollegin, die auch sehr kräftig geworden, sehr resolut ist, herbeigezogen und die hat auch erstmal Haue bekommen. Und da hat sie gesagt, ich bin ja nicht Ärztin, um mich verhauen zu lassen. Und daraufhin wurde sie dann beruhigt mit Valium, relativ kleine Dosis, und dann war sie ganz vernünftig und konnte mit ihr vernünftig reden. Das sind also durchaus alles Probleme. Und ein weiteres Problem ist natürlich auch, was schon angesprochen wurde, die Prognose. Da muss man sehr vorsichtig sein, da gibt es natürlich auch Probleme. Ich denke an den Sexualstraftäter, der in der Tat jahrelang eingesperrt war, wo dann auch eine große Kampagne entfacht wurde. Er kam frei und hat dann innerhalb von wenigen Tagen erneut eine junge Frau von 16 Jahren vergewaltigt und erschoss sich umständlich. Also das gibt es. Und die These einer progressiven Psychiatrie, insbesondere von Basaglio und abgeleiteten Auffassungen, Freiheit heilt, ist nur sehr bedingt richtig. Natürlich, wenn eine klare Indikation besteht, dass Leute zu Unrecht eingesperrt wurden, dann Heilfreiheit. Aber genauso kommt es halt auch dazu, dass Freiheit auch töten kann. Es ist da teilweise zu Suiziden gekommen von Patienten, die entlassen wurden, teilweise haben Patienten andere umgebracht. Also so einfach ist es nicht, sondern es geht immer um die klare Indikation, ist wirklich eine klare Indikation anhand des Geschehensablaufes gegeben, um eine noch einigermaßen sichere Diagnose zu stellen. Und ist der Richter dann auch kritisch genug gewesen, um hier nicht nach dem Motto Halbgötter in Weiß, Esel in Schwarz, alles das zu übernehmen, was ihm von den entsprechenden Psychiatern vorgetragen wird.
Und da sollte uns insbesondere der Postel ein warnendes Beispiel sein. Und die Halbgötter in Weiß sollten künftig nicht mehr den Esel in Schwarz alles vorschreiben können. Dankeschön. Viel Diskussionsstoff nach der Pause. Wir machen jetzt gleich weiter. Also erstmal bitte alles ausschalten und